Moin Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute reagieren wir auf 13 Update-Ideen, für die Minecraft unbedingt braucht. Das ganze Video ist von einfach Gustav. Lasst gerne ein Like und ein Abo bei ihm da. Und jetzt geht's los. Vor einiger Zeit das 1.19 Update hat zwar einige neue Dinge hinzugefügt, so richtig begeistert war allerdings irgendwie niemand. Ich habe mir deswegen für dieses Video mal wieder 13 Features überlegt, die Minecraft unbedingt braucht, um wieder wild zu werden. Das sind nur kleine Änderungen, die wir aber unbedingt im Spiel brauchen. Nee, das sah geil aus. Manche verändern bereits existierende Mechaniken komplett, um sie deutlich interessanter zu machen. Und naja, ein paar sind einfach nur verdammt cool und machen extrem viel Spaß. Okay. Wenn euch das gefällt, könnt ihr wie immer gerne jetzt schon mal ein Like und ein Abo hab ich schon. Und kommentiert auch unbedingt, welche Ideen euch am besten gefallen haben. Jetzt aber ganz hab ich doch schon. Mit der ersten Update. Doch, okay. Im Kommentar habe ich noch nicht gelassen, aber egal. Sollte das hier eigentlich alle kennen? Und zwar, wenn man im End einfach mal versucht, eine Schalker zu töten. Dann droppen diese zwischen 0 und einer Schalker-Shell. Das Ding ist nur, heavy. Wie ich finde, ist das irgendwie vollkommen unrealistisch. Also guckt euch das an. Eine Schalker besteht ja aus zwei Schalen. Deswegen kann ich einfach nicht verstehen, warum, wenn man sie tötet, sie dann maximal nur eine von... Ja, hier oben halt dieses Ding. Ich markiere euch das mal kurz. Also hier dieses Ding... Das ist halt so eine Form. Und diese Form ist halt die Form von diesem Tisch. Mehr kapiere ich auch nicht. Meine Update-Idee wäre jetzt das Ding da oben drauf einfach nur. Umzuändern, so dass eine Schalker einfach immer zwei Schalker-Shells droppt. Die zweite Update-Idee ist eine Verzauberung, die ich mir aber schon wirklich extrem lange in Minecraft wünschen würde. Und zwar gibt es ja das Frostwalker-Enchantment, mit dem man ganz einfach... Okay, es geht weiter. Ich wurde kurz angerufen. Also eine ganz normale Verzauberung. In dem Datapack kann man das Ganze jetzt so herstellen. Dadurch bekommt man Netherite-Schuhe mit dem Lava-Walker-Enchantment. Und wenn ich damit jetzt einfach mal in den Nether gehe, dann werdet ihr gleich schon sehen, was dadurch passiert. Und zwar kann ich damit halt einfach... Ja, das ist cool. Das wäre wirklich eine coole Idee. So kann man halt kaum noch sterben. Lava wird dann logischerweise nicht zu Eis, sondern zu Basalt. Und ihr seht schon, dieses Basalt geht auch hinter mir weg, wie es ja auch geht mit dem Eis der Fall ist beim Frostwalker-Enchantment. Also klar, es gibt natürlich auch Strider, mit denen man ganz lässig über Lava laufen kann. Aber auch für Wasser gibt es ja Boote und trotzdem gibt es das Frostwalker-Enchantment. Also wie gesagt, ich fände es wirklich extrem cool, wenn Minecraft ein Lava-Walker-Enchantment ja, das wäre wirklich cool. Für die nächste Update, warte, das Video ist 6 Monate schon alt. Es geht dabei sozusagen um ein neues Biom. Und zwar sind das einfach Unterwasserflüsse. Also ihr seht das, hier ist so ein kleiner See und der führt in eine Höhle rein. Und normalerweise wäre jetzt hier vorne eine Wand und man könnte halt einfach nicht mehr weiterfahren, weil halt hier dann ein Berg kommt. Mit diesem Datum das wäre wirklich cool. So kleine Flüsse, die einfach unter der Erde lang gehen. Also guckt euch... Das wäre einfach nur cool, wenn es das in Minecraft gäbe. Oder gibt es das schon? Ich vermute nicht. Das, an, wir haben ja einfach das sieht geil aus. Hinter uns ist der Eingang. Mit den Shader sieht das natürlich auch nochmal 5 Milliarden mal geil aus. In dem Datapack geil. Sind wir schon, hängen hier noch so Laternen von der Decke. Ob das im richtigen Minecraft dann auch cool wäre, weiß ich nicht. Aber es wäre ja, halt einfach eine ultra coole Alternative. Das wäre wirklich einfach nur geil. Und so nebenbei vielleicht auch noch ein paar praktische Ressourcen zu farmen. Das, was ihr jetzt seht, ist diese Flussvariante von einer Dripstone Cave. Das Ganze gäbe es dann aber natürlich auch noch für andere Höhlenbiome. Hier zum Beispiel für eine Lush Cave. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt hier mal langfliege, also diese Flüsse gehen wirklich extrem weit in den Boah, Berg. Geil. Also ihr könnt hier wirklich extrem lange einfach langfahren. Und naja, am Ende... Ja, ist wirklich super zum Ressource farmen. Wenn es das gäbe. Einfach durch einen kleinen Wasserfall auf eine richtige Höhle und könnt hier dann weiterfahren. Bei der nächsten Update-Idee geht es um ein kleines Feature, was die meisten von euch vermutlich gar nicht interessieren wird.
Aber irgendwie habe ich gedacht, dass das Ganze schon immer in Minecraft existiert hätte. Durch meine Recherche habe ich allerdings herausgefunden, dass es das Ganze in Minecraft gar nicht gibt und habe mich gefragt, warum das so ist. Und zwar kann man Jukebox einfach nicht durch einen Hopper aktivieren. Also wenn ich jetzt hier eine Music Disc reinwerfe, dann seht ihr schon, bleibt die einfach in dem Hopper drin. Und ich habe irgendwie immer wieso gedacht, fällt das da nicht rein? Jukebox sozusagen eingesaugt wird. Und dann halt ganz normal ich check's nicht. Abgespielt wird. Da das aus irgendeinem Grund aber in Minecraft nicht funktioniert, fände ich das eine ziemlich gute Idee, im nächsten Update mal hinzuzufügen. Also wir sehen, ja, ich habe jetzt die auf jeden Fall reingeworfen, sie ist jetzt in dieser Jukebox drin. Und wenn ich die dann rechtsklicke, dann wird sie ganz normal wieder ausgeworfen. Ja, das wäre wirklich und geil. Freunde, jetzt mal ehrlich, Schweine sind irgendwie die sinnlosesten. Bisher ist mein Favorite die also Nummer 3 mit den Höhlen. Was ist euer Lieblingsfavorite? Schreibt es am Ende mal in die Kommentare. Und noch ein bisschen Leder. Und von einem Schaf bekomme ich auch Fleisch und dazu noch eine Wolle. Nee. Das Ding ist nur, wenn ich ein Schwein töte, dann droppt das als einziges Tier wirklich nur Essen. Also Schweine haben kein besonderes Item, Edgar, was man wirklich nur durch sie bekommen kann. Und naja, damit sind sie für mich irgendwie die sinnlosesten Tiere im ganz Minecraft. Stimmt sogar. Der Ersteller von dem Datapack, das ich euch gleich vorstellen möchte, sieht das scheinbar genauso und hat dem Schwein deswegen zwei ganz besondere Fähigkeiten eingebaut. Zum einen, wenn man einfach mal zwei Schweine vermehrt, dann seht ihr schon, kommt da nicht nur ein einziges kleines Schwein raus, sondern drei, je nachdem, wie viele sind, zwischen einem und fünf kleinen Babyschweinen. Außerdem haben die Schweine noch eine andere ganz besondere Fähigkeit. Und zwar, wenn ich sie jetzt einfach mal mit einer Karotte fütter, dann machen sie sich ja ganz normal auf den Weg, einen Partner zu suchen und sich fortzupflanzen. Ja. Falls sie das allerdings innerhalb von 30 Sekunden nicht hinbekommen und in der Nähe kein anderes Schwein ist, ja, dann suchen sie einfach in Matsch, in Myzel und in Potsohl nach Pilzen. Also aus irgendeinem Grund funktioniert das Datapack bei mir nicht. Ich weiß nicht warum. Aber normalerweise sollte das Schwein jetzt hier auf diesen Matsch laufen. Dann ja, super, dass das nicht funktioniert. Ich stelle euch das mal super professionell nach. Und naja, nach einer Zeit droppen dann hier einfach random braune und Fliegenpilze. Also auch in Real Life werden Schweine ja sehr, sehr oft benutzt, um Trüffel zu finden. Und das wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um die Schweine wieder etwas attraktiver zu machen. Machen wir direkt weiter mit der nächsten Update-Idee. Und ich bin ehrlich, die braucht jetzt Minecraft vielleicht nicht unbedingt. Aber okay, ich finde sie einfach nur extrem süß und wenn ihr die gleich seht, ich denke, ihr werdet mir alle zustimmen. Und zwar geht es dabei mal wieder um Schweine. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da heute der los mit seinen Schweinen. Aber wenn ich dieses Schwein jetzt zum Beispiel hier einfach mal auf diese Matschfläche locke, dann seht ihr schon, ändert sich seine Textur. Das sieht cool aus. Blume auf den Kopf und ist halt einfach voller Matsch. Und jetzt mal ehrlich, das wieso sieht die Blume da drauf? Süß aus. Also aber Schweine wirklich cool. Sehr ja, cool in der Seite gemacht. Ich weiß auch in Real Life relativ gerne in so Matsch und irgendeiner Pampe. Und naja, ich fände es halt einfach ultra cool, wenn die das in Minecraft auch machen würden. Ja, das stimmt. Hier sieht man es auch nochmal so ein bisschen, dass es wirklich so cool mit den Farben gemacht ist. Wirklich richtig cool. Matsch geht übrigens automatisch nach 2 Minuten weg oder wenn man das Schwein in so ein Wasserbecken lässt. Das ist auch sehr geil. Ja, Kollege, es ist Waschzeit. Ihr seht schon, jetzt ist es wieder crispy clean. Und wenn ich das Schwein wieder in den Matsch locke, dann ist es wieder dreckig und einfach nur unfassbar süß. Wäre auch noch cool, wenn das dann erst nach einer Zeit dreckig wird. Das ist noch ein bisschen realistischer. Weil das Ganze schon auf der Bedrock-Edition existiert. Ich bin aber eher, oh, ich wünsche mir okay, dieses Feature einfach unbedingt in der Java-Edition. Und zwar geht es dabei ganz einfach um Armor-Stands, die Arme haben. Also normalerweise ja, das stimmt. In der Java-Edition halt einfach, ich glaube, das gibt's in der Bedrock. Und naja, Freunde, was soll ich sagen? Ich verstehe einfach nicht, warum das Ganze in der Bedrock-Edition existiert. Also wirklich, ja, ich wünsche mir das unbedingt auch in der Java-Edition. Wir brauchen das Minecraft. Das nächste Feature sollten die meisten von euch eigentlich schon aus verschiedenen Modpacks kennen. Und zwar stellt euch vor, ihr lauft ganz normal durch eure Welt, seid relativ gut ja, auf einmal denkt ihr, ihr werdet gut in MLGs, stürzt euch von einer Klippe und stirbt ja, einfach. Dann fände ich es auf jeden Fall extrem cool, wenn es solche Grabsteine gäbe. Grabsteine?
Ja, kann man mal machen. Denen dann deine Sachen gesaved werden. Und wenn Die ich Sachen Glück habe, werden ein da drin ganz normal mit gesaved. einer Spitzhacke abbaue, dann seht ihr schon, bekomme ich all mein Zeug einfach wieder zurück ins Inventar. Weiß ich Und nicht. naja, vor allem, wenn man irgendwie dumm in Lava fällt, wäre das auf jeden Fall extrem Ja, praktisch. das Oder wenn stimmt. man irgendwie richtig weit vom Respawn-Point auf Boah, in jemand Lava seine fallen ist Truppe auch fällt, dann eklig. wäre das auf jeden Fall sehr gut, damit die ganzen Sachen nicht einfach despawnen. Und naja, außer im Hardcore-Modus natürlich, fände ich das eigentlich eine ziemlich gute Abwegidee. Falls ihr das aber Ein irgendwie zu bisschen. unrealistisch oder zu OP finden solltet, dann Ja, habe ich jetzt noch eine ja. weitere Abwegidee Gut. für euch. Und zwar fände ich es extrem cool, wenn man sich aus einem Toten und einem Enderauge ein Totem of End-Eyeing craften kann. Und Oh ja. naja, was das Ganze kann, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Okay. Und Okay. zwar stellt euch einfach mal vor, ihr seid extrem gut equipped und dann denkt ihr wieder mal, ihr wärt gut in MLGs, aber verkackt das Ganze. Dann werden Man in dem stirbt. Fall, insofern ihr dieses Totem of End-Eyeing im Inventar hattet, alle eure Sachen in die Enderkiste transformiert. Also ihr seht das, hier haben wir jetzt das Disable Totem of End-Eyeing. Und wenn ich das einfach mal rechtsklicke, dann werden alle meine Sachen, die ich beim Tod hatte, vor mir getroffen. Und Okay. ich kann sie ganz entspannt wieder ins Inventar nehmen und sie anziehen. Das Totem ist damit Cool. dann übrigens auch aufgebraucht, also nochmal wird das Ganze nicht funktionieren. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich gut, weil sonst wäre es dann Ja, wohl doch ein bisschen zu OP. das Aber stimmt. naja, wie gesagt, dieses Totem of End-Dying, finde ich, ist wirklich eine ziemlich gute Alternative zu diesen Ja. Grabsteinen. Und naja, hier könnt ihr ja gerne mal hin. Oder so ein Toten der Unsterblichkeit, dass wenn man, dass das dann, wenn man stirbt, dann hat man die Sachen nach dem Tod noch und dann ist das Toten der irgendwas Ding ist weg. Das wäre auch noch eine coole Idee. Kommentare schreiben, welche der beiden Varianten euch besser gefallen hat oder ob ihr einfach beide kacke fandet. Wie ihr seht schon, für die nächste Update-Idee sind wir Oder beide relativ gut. weit oben in der Luft. Und zwar geht es dabei um die maximale Bauhöhe. Also ihr seht schon, aus Ja, das irgendeinem nervt Grund kann man wirklich. ja in Minecraft maximal 319 Blöcke hochbauen. Macht doch Und ich bin einfach eine ehrlich, Freunde, ich unendliche. verstehe nicht, warum das so ist. Also klar, man baut sich generell eigentlich relativ selten bis auf diese Höhe hoch, aber in meinen Augen ergibt es halt einfach gar keinen Sinn, warum genau das das Limit ist. Also ich Ja, weiß nicht, ob das stimmt. irgendwas mit der Programmiersprache zu tun hat oder so, weswegen das nicht höher geht, aber ihr merkt schon, durch das Datapack Ja. hier kann ich mich zum Beispiel bis zur Höhe 1024 hochbauen. Und naja, ich fände es einfach extrem cool, Cool wenn wäre das das. Limit auch im richtigen Minecraft nochmal erhöht wird. Bei der nächsten Update-Idee geht es um ein Item, was schon seit einigen Versionen in Minecraft drin ist. Aber aus irgendeinem Grund kann man es sich nicht craften und ich verstehe bis heute nicht warum. Die Rede ist dabei natürlich vom Bundle, was man sich in dem Fall einfach so craften kann. Also Was ihr ist das? braucht dafür 6 Kaninchenfelle und 2 Fäden. Und naja, daraus können wir uns dann dieses Bundle herstellen, was man ja bis Moment, jetzt hä? irgendwie nur durch Commands bekommen kann. Und mit diesem Bundle kann man ja dann ganz einfach Sachen einsacken. Insgesamt 64 verschiedene Items, also das Feature und so ist ja alles schon in Minecraft drin. Meine Update-Idee wäre einfach nur, dass man sich das endlich irgendwie mal craften kann. Ach Beim vorletzten so, ich dachte, Verbesserungsvorschlag das geht es um ein Feature, was wirklich existiert. extrem viel Potenzial hat. Ach Für so. mich ist es bis jetzt aber irgendwie immer noch ein bisschen zu langweilig. Da gibt es aber auch noch ein paar mehr Blöcke, wie zum Beispiel die Barrier oder einen hellen Block oder so. Also es ist nicht nur der Bundle. Die Rede dabei Egal. ist natürlich vom Angeln. Also man stellt sich irgendwie an ein Wasserloch, wartet, bis diese Partikel auftauchen und naja, dann bekommt man halt einen Fisch oder irgendetwas anderes. Das Ich habe wirklich noch nie in Minecraft geangelt, finde ich wirklich. aber, wie eben schon angesprochen, irgendwie ein wenig langweilig. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass das Fischen ein bisschen interaktiver wird. Dafür habe ich mir hier ein Datapack installiert Ja. und was genau ich damit meine, das werdet ihr gleich erfahren. Also jetzt beißt ein Fisch an und ihr seht schon, ich habe hier zum Beispiel ein Fass rausbekommen und hier ist einfach Oha. besonderer Loot drin. Also Ja, wirklich, es wäre cool, wenn man auch noch andere Sachen außer Fische und so bekommen kann, also auch mal einen Schuh oder so ja, bekommt. das ist hier ein bisschen OP,
Ermantelung ja, ist wirklich ein bisschen zu stark. Aber dass man einfach so random Lootboxen beim Fischen... Das wäre wirklich cool. Ist eine Idee schon ziemlich cool. Es gibt ja, auch wirklich. Eine weitere Sache, die sich durch das Data-Pack verändert, die ich wirklich auch sehr, sehr nice finde. Und zwar müssen wir dafür jetzt einfach mal einen Fisch fangen. Und ihr seht schon, wir haben nicht einfach den toten Fisch ins Inventar bekommen, sondern wirklich einen lebendigen Mob angezogen. Und den müssen wir dann erstmal mit unserer Hand töten. Also mit diesen beiden Features würde das Fischen wirklich deutlich interessanter werden. Und deswegen wirklich realistischer. Das eine sehr, sehr coole Update-Idee. Und kommen wir damit auch schon zur letzten Update-Idee. Und letzten ich sagen muss vielleicht auch zur unrealistischen. Und zwar kann man sich mit diesen Items ein ganz besonderes Tool herstellen. Also beziehungsweise man kann es nicht, aber ich fände es extrem cool, wenn es gehen würde. Und wovon ich rede, das zeige ich euch jetzt. Also wir packen die ganzen Items einfach mal ins Crafting-Menü rein. Und dann seht ihr schon, bekommen wir daraus so ein Enter-Haken. Und naja, was man damit machen kann... Sieht aus wie eine Waffe fast. Boah, cool. Ich aim jetzt einfach mal da hinten auf den Baum und oh dann mein seht Gott. Ihr schon, dann ja. werden wir dort einfach hingezogen. Also wie cool ist das denn? Also schaut euch das an, das macht so unfassbar viel Spaß. Man kann sich hier einfach so... Fast so ähnlich wie ein Enderauge. So mit einem Enderauge kann man sich ja auch wegporten. Aber wer... Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das reinbringen, aber es kann ja sein. In diesem Data-Bag funktioniert auch wirklich gut und ist sehr, sehr realistisch. Also wenn ich jetzt hier einfach mal hier drüben ranschieße, dann werde ich auch hier hochgezogen. Und naja, sich mit diesem Ding durch die Gegend katapultieren... Ja, kann man aber auch leicht sterben. Spaß. Dazu finde ich die Materialien, die man dafür braucht, eigentlich auch relativ gut gebalanced. Also so einen Enterhaken zu bekommen, ist jetzt nicht besonders schwer, aber dafür auch nicht zu einfach. Und naja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Also es macht halt einfach extrem viel Spaß, damit durch die Gegend zu fliegen. Ja, da hat er zum Beispiel sehr, sehr viele Herzen verloren. Aber wenn sie es doch irgendwann tun, dann wäre ich auf jeden Fall ultra. Ja, wie gesagt, fand ich auch so. Ah, das war's mit dem Video. Like und ein Abo dalassen. Und würde ich mich auch sehr drüber freuen. Also, lasst mal gerne ein Like und ein Abo bei meinem Video ist da. Und das war's mit dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.